Meine Freunde in der Nacht, ich möchte euch immer ganz herzlich begrüßen zu meinem kleinen Let's Show. Das Gebäude hier oben, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Das ist quasi mein Anfangsgebäude, wo ich mich quasi versteckt hatte vor den Monstern. Habe ich die überhaupt eingeschaltet? Muss mal gerade gucken. Habe ich die eingeschaltet? Option. Ja, normal. Genau, so spiele ich halt quasi immer. Soll ich mich nicht erstmal schlafen legen? Ich kann mich eigentlich da unten auch schlafen legen. Diese drei Bäume, die habe ich mir jetzt noch eingepflanzt gehabt. So, das hier unten, ja, das kann man jetzt von hier oben schon mal ein bisschen sehen. Das habe ich an einem Nachmittag so quasi gebaut gehabt. Ja, alles so eine Art Glasgebäude. Hier unten habe ich alles mit einer, ja, mit der Spitzhacke habe ich das alles mir freigekloppt. Damit quasi auch das, was er bis hier unten auch zu sehen ist. Dann schwimmen wir mal ganz schnell hoch, weil ich sticke ja schon fast wieder. Bin auch, glaube ich, zweimal verstorben, deswegen. Ja, hier unten ist quasi, ja, mein, wo jetzt quasi wieder meine Tiere wieder sind, wie in der alten Welt. Ist also mit Glas bedeckt, war ein Haufen Arbeit gewesen. Um die Tiere quasi jetzt hier runter zu bekommen, habe ich nur so eine Art Erdtreppe gebaut. Und die auch dazu gesorgt hat, dass sie unten auch grün wird. Und ja, habe sie mir dann angelockt mit Weizen und auch mit einer Karotte, weil die Schweine werden ja nur mit Karotten angelockt. Dann ist hier unten nochmal eine Mine. Die war schon. Da hat mir jetzt nichts geschiedet oder die war wirklich schon so. Hier unten ist auch wieder ein Monster. Die muss man halt noch erkunden. Das mache ich dann auch noch. Und ja, ich wollte euch schon eine kleine Aufnahme machen. Kann ich hier unten eigentlich schlafen? Nee, doch, stimmt, hier unten habe ich ein Bett. Dann schlafe ich hier einfach mal. Bei den Tieren ist ja egal. Aber nicht, das ist nicht egal. Und würde mir sagen, ups. Dann schlafe ich einfach mal hier. Ups, dann bin ich wieder wach. Jetzt nehme ich wieder mit, weil die gehen nämlich gerne aufs Bett hier. Die Kühe und die Schweine und alles. Ja, dann wollte ich diese Aufnahme wieder unterbrechen, weil ich wollte nur ein bisschen was zeigen und das ist das Ergebnis und. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen größer. Wie alter. Ja gut, ich habe jetzt noch bei den alten Welt hatte ich dann noch das, das noch ein bisschen extra Schlafplatz. Ja, das ist hier verbuggt. Guck, das ist wieder da und jetzt ist es immer so. Das ist leider das Problem. Naja, das war's eigentlich schon, diese Aufnahme. Und bis dann. Und ja, tschüss.